du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute muss ich wieder ein bisschen leiser reden, weil es schon ziemlich spät ist, aber falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ich habe heute einen kurzen, aber sehr effektiven Trading-Tipp am Start, wofür man aber auch sehr schnell snipen muss und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe hier den Webo bekommen und zwar spielt er eben bei diesem Spiel aus der Super League. Ich will den Namen gar nicht aussprechen, ich spreche das sowieso nur falsch aus. Den habe ich für 3900 Münzen ersniped und wir sehen hier, der ist 8000 Münzen circa wert. Schauen wir einfach mal, wie viel er genau wert ist. 7400. Und das heißt eben, dass wir den so für 7k oder so schnell wegbekommen. Das ist einfach mal ein Gewinn von 3000 Münzen mit einem einzigen Spieler. Und das ist einfach nur krass. Also da kann man wirklich ganz leicht Coins machen. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Die Spieler von diesem Verein sind einfach mal alle so 6200 Münzen wert. Das Ganze ist wegen einer Spot-Building-Challenge unter den Top-Partien und da kann man eben ganz gut snipen im Moment. Also wenn ihr da eine Karte bekommt, wenn ihr schnell snipet, ist das die perfekte Trading-Methode für euch und ich versuche jetzt einfach mal noch einen Spieler zu bekommen. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Immer wenn ich aufnehme, gehen diese shitty Filter dann manchmal nicht so gut. Ich habe das Ganze aber auch im Stream gemacht, also die im Stream dabei waren, die wissen auf jeden Fall, dass der Trading-Tipp ganz gut funktioniert und da haben wir einen für 700, aber ich habe mich verdrückt, aber ihr seht, dass da wirklich Spieler für 700 Münzen, eben wie gerade jetzt, für 700 Münzen kommt da ein Spieler rein und den könnt ihr dann für 7000 Münzen verkaufen und hier 1600 und ich habe mich leider schon wieder verdrückt. Ich probiere noch einen zu bekommen, beziehungsweise ja, ich gebe mein Bestes, es ist wirklich sehr schwierig, hier Spieler zu bekommen und ich möchte das Ganze noch zeigen. Hier bei den Squad-Building-Challenges gibt es neue Top-Partien und da gibt es eben eine Challenge mit dieser Mannschaft und deswegen sind die Spieler eben gestiegen. Das ist einfach deswegen sind die Spieler jetzt mehr wert und ich würde sagen, einen probiere ich noch zu snipen und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video hier für 5200. Schade. Ne, ich probiere es nochmal. Also ich will da wirklich jetzt noch eine Karte finden. Ich werde da immer so richtig süchtig nach diesen Sniping-Filtern, weil man einfach so leicht, so schnell Coins machen kann und es ist einfach so mega effektiv. Wirklich vorhin einen für 3900 bekommen und einfach mit einer Karte dann 3000 Münzen Gewinn gemacht und ich würde sagen, eine Karte probieren wir noch zu snipen und das war es dann aber auch schon. Okay, ich beende das Ganze jetzt und dauert das Video 100 Minuten, weil ich einfach nicht aufhören kann hier zu snipen und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, wie viele Coins ihr habt und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!